Herzlich willkommen zu Hot as Hell Folge 3. Ihr gewartet, nun ist es soweit, Folge 3 und wir haben direkt Neuerungen. Erste Neuerung, ab sofort geht es nicht mehr nur um Soßen, sondern wie beispielsweise heute auch mal um so einen Chip. Darauf gehen wir später genauer ein, aber es geht halt darum, auch andere Lebensmittel werden einfach mit dazugenommen, um ein bisschen Vielfalt hier mit ins Spiel zu bringen. Und die zweite Neuerung, die hat direkt etwas mit dem momentanen Titelverteidiger zu tun. Ich halte ihn schon mal für euch ins Bild und er wird euch was darüber erzählen. Also das letzte Mal hatte ich einen ziemlichen Absturz davon nach Folge 2. Und du bei Folge 1. Schon während der Aufnahme. Und wir haben beschlossen, das jetzt nicht mehr teilnehmen zu lassen. Wir wissen, dass es geil ist. So, das ist einfach krass. Ich habe auch dir auch ein paar Videos geschickt. Das ist wohl krass weltbekannt. So this next one is the bomb. Careful around your eyes. Careful around your eyes. Und andere nippen da wirklich mit so einem Zahnstocher dran und kippen fast um. Und wir machen hier so eine krass dumme Scheiße und machen das auch sogar zweimal. Und das reicht. Ja. Also wir sind uns einig, momentaner Titelverteidiger ist der Bomb und ab sofort muss, was auch immer kommt, ihn vom Thron schmeißen. Aber wir werden ihn halt nicht mehr probieren. Da habt ihr jetzt genug Aufnahmen von gesehen. Vielleicht verlinken wir auch ein, zwei Videos noch in der Beschreibung unten, das machen wir bestimmt, da könnt ihr auch nochmal gucken. Also wir waren einfach ziemliche Idioten und wussten nicht, worauf wir uns da eingelassen haben. Es ist noch nicht mal eine Soße, es ist ein Konzentrat. Ja. Und das sagt alles. In diesem Sinne, fangen wir an. Ja. Und wir starten mit Herausforderer Nummer 1, McDonald's Soßen. Und zwar gab es vor einigen Wochen bei McDonald's eine Aktion. Hot Nuggets. Ich habe sie tatsächlich selber überhaupt nicht probiert, habe mir aber von einem Freund, der dort war, die Soße mitbringen lassen. Das ist nämlich nicht einfach nur die ganz normale Hot Sauce, also angeblich, ich weiß es noch nicht genau. Erkennt man daran, das ist hier extra verpackt, das sind drei Pöttchen, wenn man die aufmacht, gibt es hier auch eine Erklärung. Und zwar war das quasi so ein interner Hot Contest bei McDonald's. Das sind quasi drei Stufen. Irgendwie Jalapeno Level 2 hat was mehr Prozent und am Ende da steht einfach Red Chili Mix. Das ist auf jeden Fall angeblich das Schärfste. Da kosten wir uns jetzt mal durch. Natürlich mit besseren Nuggets, eben noch frisch paniert, ein paar Hähnchenteile. Wir stellen uns jetzt schön chillig hier mal kurz auf. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit Level 1 an. Warum ihr euch fragt, warum ich nur einen Handschuh an habe, das ist nur der Handschuh zum Arbeiten. Ja, das war noch nichts. Also ganz normale Standard-Chili-Soße. Man schmeckt Jalapeno. Hat auch so einen Salzadip. Aber ja, das ist eine gute Beschreibung. Der klassische Nacho-Salzadip, der nicht wehtut, einfach nur mundet. Stufe 2. Ob die auch gleich schmecken? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich denke mal, der schmeckt auch gleich. Mhm. Bin ich jetzt sogar milder. Ich wollte gerade sagen. Schmeckt der gleich? Ich kann das nicht sagen. Ich schmeckt gleich. Okay. Komisch. Hier steht jetzt aber auch nur 8% und 13%, also. Mhm. Ich muss jetzt auch ehrlich sein, ich habe jetzt nicht viel erwartet, deshalb starten wir auch mit dem Herausforderer, weil es ist ja für die breite Masse produziert hier, ne? Ja, also ich hab selbst hier bei Level 3 würde mich jetzt echt täuschen, wenn das weh tut. Die sieht aber ganz anders aus.
ist was ganz anderes. Ist ja jetzt auch ein Mix. Bei 1 und 2 hieß es einfach Jalapeno. Jetzt ist Red Chili Mix. Also diese Nuggets schmecken auch mega eisekalt. Schmeckt anders. Ich finde die auch lecker, muss man mal sagen. Also die sind lecker. Ja, aber findest du? Ja, schon. Also ich finde den sogar im Vergleich nicht so lecker. Ich finde, der geht. Die finde ich nicht so lecker, weil die wirklich nach diesen Nacho-Dingern das schmecken, die mag ich nicht. Aber ich würde die sogar eigentlich alle gleich. Obwohl, ja gut, da kommt ja, ein bisschen was. Hinten rum was, aber das ist wirklich, das ist pikant. Also das hätte wirklich jeder ohne Probleme essen können. Ja. Außer vielleicht jetzt kleine Kinder. Weiter geht's mit Herausforderer Nummer 2. Carolina Reaper. Steht groß drauf. Was steht hier sonst noch drauf? Grüße gehen raus an Patrick. Mein Kumpel war auf Malotze, Mallorca im Urlaub und hat das mitgebracht. Er hat selber nicht probiert. Auf dem Markt wurde ihm das aber empfohlen. Hat gesagt, worum es geht. Salsa Artesana de Carolina Reaper. Kommt da schön. Das ist wieder diese Currysoße. Genau. Okay. Kommt da schön, natürlich zu viel. Jetzt bin ich gespannt. Ja, gönn dir. Krieg ich auch noch was ab. Mhm. Du hast jetzt aber schön mariniert, ne? Wie ist das überhaupt? Oh. Ich glaube, die wird aber zünden. Zumindest sagt meine Zunge das schon. Dachte ich auch, aber da kommt nicht besonders viel. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Vicious Viper. 2,2 Millionen Scoville soll die haben. Du merkst gar nichts. Also das ist schon scharf, aber... Also meine Zunge sagt schon was. Und auch das habt ihr euch gewünscht. Wir machen jetzt 2-3 Minütchen Pause und filmen uns dann nochmal, weil manchmal braucht etwas seine Zeit und ich merke, bei mir ist es soweit. Okay, okay. Prösterchen, stilles Wasser. White Tea. Oh, meine Augen. Oh. Wow, okay, krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat die funktioniert. Für dich war es einfach... Britzeln auf der Zunge so, und am Anfang so ein bisschen im Rachen, aber das war sofort weg. Und demnach wisst ihr, was jetzt kommt. Für mich... Schöne kleine Überwindung nach der ersten Experience. Für dich wahrscheinlich jetzt egal. Pur ist auch nicht mein Ding, weiß ja. Aber. Super. Den Löffel machen wir auch nicht mehr ganz so voll. Weil unsere Münder von Folge zu Folge kleiner geworden sind. Was hat er? Ich finde die gar nicht so scharf, aber es ist so, als wenn du so eine Tränengasbombe beißt. Also, puh. Also, aber nicht auf dem Level, ne? Sind wir uns aber einig. Na schon. Bist du bereit fürs Finale? Ja. Grande Finale, Hardchip Challenge. Ich muss echt sagen, die Wassertaktik geht auf. Mir geht es erstaunlich gut. Und diesmal geht das nicht auf den Magen, wie sonst in den anderen Folgen. War einfach nur der Mundraum
weg. Hot Chip Challenge. Für die, die es noch nicht gehört haben, das ist nicht ohne Grund die Form eines Sarges. Ich lese mal hinten auf dem Klappentext. Ein Mais-Tortilla-Chip mit einem hohen Anteil von Carolina Reaper, oh, das haben wir hier schon mal gehört heute, und Trinidad Morugo Scorpion Chili. Die schärfsten Chilis auf der Welt. Das alles haben die in so eine Challenge gepackt. Also ihr müsst euch vorstellen, hier ist tatsächlich ein einzelner Tortilla-Chip drin, wo diese Gewürzmischung drauf ist. Und der kostet roundabout 10 Euro. Den Ursprung findet das Ganze in Amerika. Da gibt es einen Chip, schlagt mich nicht kaputt, wenn ich es jetzt hier falsch ausspreche, Pacquaya, Pacquio Chip, ist eine lila Verpackung. Soll dann der schärfeste, scharfe Chip der Welt sein. Kriegt man aber tatsächlich gar nicht mal so leicht hier gekauft, weil die aus rechtlichen Gründen da so ein Pohai was machen mit Import, Export, zu gefährlich. Die kommen aus der EU, ich meine aus Tschechien. Und wir werden das jetzt mal kosten und bewerten, meine Freunde. Ach. Also hier steht auch Rest in Peace drauf. Oh, der riecht wie die Soße irgendwie. Oh, der sagt doch sowas jetzt nicht. Und der ist voll schwarz. Pass auf, dass du nicht einatmest. Eieiei. Was ist das denn? Also Rest in Peace. So sieht der Kavenzmann aus. Also man sieht wirklich nicht, dass das ein Tortilla-Chip ist. Der ist ja quasi komplett umhüllt. Sollen wir anstoßen? Oh, ich trau mich nicht. Ich mach jetzt einfach, komm. Ja? Der ist staubtrocken. Und das ist das Problem. Schmeckt scheiße. Okay, ich fand die Soße schlimmer pur. Warte mal. Ja, es brennt, aber... Ja. Ja. Oh oh. Ja, war schwer. Vor euch steht ein gebrochener Mann. Ja, also wir hatten so 15 Minuten Pause ungefähr. Ja, mir geht's echt gut. Das war natürlich unangenehm, aber ich denke, dir geht's jetzt auch wieder gut, aber du hattest schon zu kämpfen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin wirklich ein gebrochener Mann. Sowas habe ich ja nicht erlebt. Wir haben ja auch am Anfang der Folge schon erwähnt, wir lassen jetzt ein bisschen länger laufen, schneiden dann noch ein paar mehr Reactions rein. Die Reaction hat leider nicht ganz geklappt. Ihr habt es gemerkt, ich hatte ziemlich schnell, eigentlich ich hatte noch nicht mal runtergeschluckt, da habe ich schon mit starkem Schluck auf reagiert. Da steckt man ja nicht drin. Und dann dachte ich wirklich schon, ich habe es nicht ausgesprochen, konnte ja nicht sprechen. Kein gutes Zeichen, weil hatte ich auch so oder nicht. Aber dann ganz ehrlich, ich habe auch nicht mehr so alles in Erinnerung. Ich weiß nur, dass ich mich abgestöpselt habe und hier weg musste, weil der Grill läuft auch noch im Hintergrund so leicht, damit wir hier ein bisschen Heizung haben. Und dann war mir auf einmal hier alles zu eng und ich bin an die Rasenkante gegangen, unbewusst. Ich glaube, mein Körper wusste genau, was er vorhat. Und dann ging alles ganz schnell und ich habe gerade noch so an Steve vorbeigekotzt. Ja. Aber wie? Ich sag dazu Evil Jared. Oh, ich bekomme gerade richtig krasse Magenschmerzen auf. Ich muss aufs Klo. Wie jetzt mit der Antwort? Ja.
Da sind wir wieder. Circa 16 Stunden später. Ja, was passiert? Es ist hell. Haben Sie etwas dazu zu sagen? Ja, weißt du ja, ne? Also ich bin gestern gegangen, habt ihr eben in der Szene noch gesehen und dann kam ich aber auch nicht mehr wieder. Nee, dann kam nicht mehr wieder. Nee. Und wie ihr sehen könnt, so richtig wild ist er auch noch nicht. Ich habe 14 Stunden geschlafen oder so und ich bin platt. Ich bin richtig platt noch. Das hat wehgetan. Ich denke auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nur so hier stehe, weil ich den anderen Vorfall hatte, den wir euch so halb präsentieren konnten. Das war anscheinend mein Glück, weil bei ihm ging das Ganze nochmal anders aus. Dafür gibt es heute mal eine Bewertung mit etwas vergangener Zeit. Ist ja auch nicht schlecht. Und ich würde sagen, legen wir los. Ja. Starten wir mit den McDonald's-Soßen. Was sagst du? Ja, du hast ja gesagt, man muss mindestens einen, also ich soll mindestens einen geben. Sagen wir, ein Stern ist delikat, dann okay, kriegt er einen Stern, die Soße da. Vor allem die letzte, die war, ja, hat ein bisschen gekribbelt, war okay. Die anderen sind halt diese Standard-Salsa-Soßen, die man für die Tacos bekommt, war jetzt nicht so geil. Wie hieß das nochmal? Ja, dieses Carolina Reaper-Zeug finde ich mega ekelhaft. Das war ja auch gar geschmacklich drin. Das ist ein Geschmack, den will ich nie wieder im Mund haben. Da kriege ich jetzt schon Würgereiz. Ja, kriegt auf jeden Fall 2. Das war scharf, hat wehgetan, aber Dabon ist einfach krasser. Mhm. Ja, und das würde ich am liebsten 4 Sterne geben, aber das ist ja ein anderes Segment. Ja, und deswegen kriegt es auch natürlich 3 Sterne. Und da sagst du ja nachher noch was zu, was passiert bei Gleichstand, ne? Ja. Fangen wir an. Meine Bewertung, die McDonald's-Soßen, wie du schon sagtest, 1 Stern. Wir haben halt nur 1 bis 3 Sterne. Deshalb gibt es den Stern oder den Punkt. Aber ich bin da auch ganz bei dir. Das hat eigentlich nichts hier mit so einem Hot Sauce Contest zu tun. Selbst die letzte Soße, wie ich glaube ich schon direkt beim Live-Probieren sagte, für Kinder bestimmt nichts, aber das ist nichts. So, die Soße von Patrick aus Malotze. Richtig, richtig, richtig gut. Für mich ist gut immer, wenn es scharf ist und habt ihr gesehen, tat sogar weh, aber trotzdem in lecker. Also da müsst ihr widersprechen, ich finde das jetzt nicht eklig. Das war schon lecker, klar in pur, aber das macht man ja dann bei einem Essen nicht. Trotzdem ist bei mir sogar eine knappe Sache, der Bomb bleibt da drüber. Also 2 Punkte. Und ja, Überraschung, der Chip kriegt die vollen 3 Punkte, wirklich, wirklich brutal. Wobei man muss schon noch in Relation setzen, denke ich, das Problem haben wir ja auch schon in Folge 1 und 2 gehabt. Man muss schon ein Stück weit berücksichtigen, wenn wir hier so insgesamt eine Stunde, gute Stunde, das hier dann tatsächlich machen, wenn wir das dritte Produkt testen, sind halt in der Regel schon 2 Intus und sowas wirkt ja auch nach. Das tut im Mundraum weh, wenn man Pech hat. Bei mir meistens ist die Reaktion echt schon oben rum, bei dir komischerweise dann erst ein bisschen später, deshalb stehst du erstmal immer gut da. Und dann schaufelt man halt immer noch drauf und dann kann das auch mal eine potenzierte Reaktion sein, wo die jetzige Folge bzw. der gestrige Abend eigentlich deutlich nachriecht. Aber trotzdem, ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir nur den Chip probiert hätten, ohne alles andere vorher, dass der uns trotzdem die Hosen ausgezogen hätte. Und hier würde ich auch definitiv warnen, das ist kein großer Spaßfaktor. Also fangt bloß nicht an, die Dinge auf einer Party dann auch mal irgendwie einem Kind oder so in die Hand zu drücken. Also das ist wirklich, das könnt ihr nicht machen. Ich mache mich auch nicht mehr darüber lustig, wenn andere Leute, das habe ich glaube ich gesagt gestern Abend noch, dann anfangen, diesen Chip zu teilen oder sogar zu vierteln und so. Ist doch gar nicht so unvernünftig. In diesem Sinne vom Punktestand her, klarer Sieger, Hot Chip. So, jetzt haben wir uns was ausgedacht. Wir hatten ja am Anfang der Folge schon erklärt, dass es ein Upgrade gibt, dass wir nicht mehr nur so auf die Soßen gehen. Der Bomb auch mit seiner Stellung da. Ist jetzt hier natürlich improvisiert. Der Bomb bleibt da stehen. Platz 1 in der Kategorie Soßen. Und der Hot Chip kommt jetzt dazu.
ich nenne das jetzt mal, das sind alles Lebensmittel, aber ist jetzt Platz 1 bei Lebensmitteln, was man halt so isst, ne? Also wir haben dann jetzt eine Soßenkategorie und Lebensmittel. Was jetzt immer in den nächsten Folgen dazu kommt, variiert hat. Also das heißt jetzt nicht, dass wir immer sowas wie einen Chip dabei haben. Ist ja immer die Frage, was schickt ihr uns ein oder worauf weist ihr uns hin oder was kommt uns vor die Flinte? Da sind wir gar nicht so festgefahren. Wir werden jetzt bestimmt auch nochmal so ein bisschen was bauen, so wie so eine Art Thron, dass die zwei dann immer da schön von runter trumpfen. Und so wird es weitergehen. Aber bestimmt nicht mehr dieses Jahr. Das war die letzte Folge im Jahr 22. Brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Päuschen. Und außerdem kommen jetzt demnächst schon wieder die Weihnachtsfolgen. In diesem Sinne, irgendwelche letzten Worte. Ja, ich gehe wieder ins Bett. Ich gehe wieder ins Bett. Euer Major, Valuscore, ciao. Ciao.